Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fetzig. Wir spielen heute wieder eine Runde F1 2018, und ich habe gerade hier gelesen, dass das mindestens im P3 Qualifying und Rennsessions verwendet werden muss, das Getriebe. Deswegen werde ich das jetzt schon austauschen, weil es ist ja schon mal ausgefallen. Und für Training haben wir ein anderes Getriebe. Von daher nehmen wir das direkt. Keine Strafe. Und beim Rest müssen wir mal kurz gucken. Da können wir, glaube ich, noch im Training das alles verwenden. Von daher gehen wir jetzt zum nächsten Wochenende. Und gucken da mal weiter. Genau, 6 Rennen haben wir, glaube ich, jetzt gerade durch. Von daher alles tutti soweit mit dem Getriebe auch. Und ja, dann gehen wir nach Kanada. Kanada, die Strecke gefällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen, als Monaco. Aber nach Monaco kann auch kommen, was will. Erstmal, ne? Da ist alles erstmal gut. Mal kurz einen Schluck getrunken. Muss mich hier auch noch vernünftig hinsetzen. Dazu kam ich nämlich noch nicht. So, jetzt sitze ich auch vernünftig. Ja, hat heute ja Gäste da, wo ich das hier aufnehme. Ich nehme am Sonntag auf. Ihr seht das Video am Dienstag. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert. Neue Teile sind aus der Fabrik auch da. Mega nice. Kann ich. Der hat die Forschung nicht gespeichert, sehe ich gerade. Da kann ich nochmal neu forschen hier. Machen wir das doch direkt. So, jetzt haben wir zu wenig Punkte für die anderen Sachen. Das hatten wir ja schon mal. So, hier rüsten wir erst gleich dann um. So, okay, dann ab zum Training, würde ich sagen. Und dann nach dem Training rüsten wir die Teile alle um, damit wir da gute Leistung fürs Qualifying haben. So muss es laufen, ne? Wir sind hier live beim Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, wo sich die Teams auf die heutige Trainingssession vorbereiten. Bisschen Husten habe ich mitgebracht. 1999 beendete die äußere Streckenwand, welche sich bei der letzten Kurve befindet, das Rennen für 3 Formel-1-Weltmeister. Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve. Seit diesem Tag wird die Wand hier auf der Ile de Notre-Dame in Montreal Wall of Champions genannt. Deswegen heißt die Wall of Champions, okay. Sind die Biegungen 13 und 14, die eine schnelle Schikane bilden. Dabei werden die Curbs ordentlich krass, abgenutzt, dass man hier sowas auch lernt. Ziemlich nah. Erwischt man aber die Curbs zu hart, ist das Rennen gelaufen. Man sieht viele Fahrer, die Fehler bei der Einfahrt in die 13 machen und die Ausweichstraße nehmen, um nicht die Wand zu berühren. Ich wusste, dass die Wall of Champions heißt, ich wusste aber nicht, warum. Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session. Und so, Streckenklimatisierung. Die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Fliegende Runde und dann geht's ab, würde ich sagen. Okay, wir starten kurz vor der langen Geraden her. Bitte auf der langen Geraden. Gucken wir mal, was es hier in Kanada gibt. DRS ist auch am Start natürlich. So. Bisher lila, alles easy. Oh, der wird grün noch. Den habe ich gar nicht bekommen. Oh, den auch nicht. Meiner Meinung nach war ich drin. Aber naja, so ist das Leben halt, ne? Manchmal bekommt man eine Kurve, manchmal nicht. Oh Gott, okay, 3 schon nicht. Das soll natürlich nicht so sein. Ich bremse gerade aber auch extrem kacke. Also wirklich. Als würde ich es vergessen zu bremsen oder so. Wirklich, wirklich schlecht. Thank you.
Okay, noch mal ein bisschen was rausgeholt. Also die Punkte so. Für grün habe ich schon mal. Aber das ist ja nichts in der Sache. Die war noch grün, aber alles tutti. Die ist auch noch grün. Na, ab und zu meine grüne dabei ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe ja davor drei Kurven komplett verkackt. Das geht natürlich nicht. Also geht schon, aber da leidet man dann halt dementsprechend. So, diesmal bekomme ich sie aber. Bisher keine verkackt, alles tutti. Dann sollte das auch was werden hier. Na, easy. 475 Punkte haben wir hier. So, dann fahren wir zurück in die Garage. Das läuft doch. So, Reifenmanagement, machen wir das? Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,17,3. Na komm, machen wir mal. Und schauen wir mal, was das gibt. Uiuiui. Der ist natürlich wie immer an hier. Gar keine Frage. Einmal die Wand knutschen. Die Zeit passt gerade nicht. Jetzt passt die Zeit wieder. Jetzt wieder nicht. Na komm, ich geh nochmal zurück. Vor die Kurve. Da hat die Zeit nämlich noch gepasst dann. Na, jetzt bleibt sie auch passend. Zumindest kurz mal. Jawollo, warum bin ich lila? Haben die da was geändert am Reifenmanagement? Wenn ich das lila durchbringe, dann... geil. Ich bring's lila durch. Wie habe ich das gemacht? Alter! Krass! Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Okay! Reifenmanagement lila. Hätte mir das mal jemand vorher erzählt, ich hätte ihm den Vogel gezeigt wahrscheinlich, aber... kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Reifenmanagement einfach mal lila. Unfassbar. Eriksen vor mir. Der kostet mich ja Zeit, das ist das Problem.
Lass mal ein bisschen lockerer angehen. Dass der da vorne ein bisschen wegfährt. Wenn es danach kommt, direkt hier hinter mir, keine Ahnung, sehr Croissant oder so. Also die erste Runde wird es nicht im Benzinmanagement. Aber das war mir auch vorher schon klar. Also zumindest als ich gesehen habe, dass vor mir direkt. Einer ist. Oh, da habe ich einiges an Zeit eingebüßt. Fuck, hier werde ich sogar kurz rot. Na, ich halte mich im roten Bereich. Alter, die Zeit, die wird nichts. Okay, danach habe ich noch eine Runde Zeit, das zu testen. Das besser hinzukriegen. Jetzt stimmt die Zeit halt am Ende doch noch, aber... Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern. Ja, der Benziner gar nicht. Warum stimmt die Zeit hier so gar nicht, ja? Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde. Gehen wir mal in die Box, würde ich sagen. Verstappen hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 15,6. Ein Training überholen kann man mal machen. Ich will mal schon bei der ersten weißen Linie drücken. Also macht keinen Sinn, hier weiterzufahren. Das ist ein bisschen gerade das Problem. Dementsprechend gehen wir jetzt in die Box. Eieiei. Nur damit ich die Einfahrt auch mal gesehen habe, weil ich gucke mir die im Training eigentlich nie an. Das ist halt dumm von mir. Aber ja. Jetzt habe ich gedacht, guckst du dir die mal schon mal an. Jetzt werden wir hier schön reingeschoben. Uiuiui. Dauert immer ein bisschen natürlich, gar keine Frage. So, Freunde. Ich würde jetzt sagen, ERS-Management, Qualifying-Tempo und Rennstrategie machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao! I'm saying goodbye.